Herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Ja, das letzte Mal haben wir eine Mission für Tosh erledigt, um das Terrazin, seinen Stoff, von den Teilarim zu klauen. Und jetzt gucken wir uns erstmal wieder die guten alten Nachrichten an. Ich wiederhole, die Opferzahlen gehen in die Tausende. Eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeitersiedlung in Schutt und Asche gelegt hat. Liga-Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war. Aber unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss. Dies wirft eine Frage auf. Ist es möglich, dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind? Für UNN berichtete Kate Lockwell von der Kernwelt Nefor 2. Wow, wenigstens mal eine Nachrichten, die nicht so abgefälscht waren. Dieser Tosh ist nicht ganz dicht, Jimmy. Der murmelt die ganze Zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen, die er da hat. Tja, weißt du, ich brauche halt jemanden, der deine gewählte Ausdrucksweise und guten Manieren ausgleicht. Er tickt doch nicht richtig. Ich habe ja nichts gegen Leute, die eine kleine Macke haben. Aber der Typ... Der ist komplett irre. Ja, genauso irre wie ich selbst. Also eigentlich perfekt zu mir. Hui, was soll ich denn hier? Die Dalam-Protoss überreichen James Rayner dieses Siegel der Anerkennung zum Zeichen des Dankes für sein Handeln auf dem Planeten Haven und dessen Reinigung von der grauenhaften Zack-Verseuchung. Cool. Also normalerweise kriegt man sowas nicht, ja? Du traust mir also immer noch nicht, Bruder. Solange du dich nicht entschieden hast, haben wir nichts zu besprechen. Okay. Er mag nicht mit mir reden. Dann geht man mal ins Arsenal. Ja, Fahrzeuge. Hier, Goliath. Das ist natürlich ein Must-Have. Ja, Reichweite interessiert mich nicht. Was haben wir hier? Oh, Satellitenzentrale. Mutes. Brandschutz, Feuer an Gebäuden werden abgeschnitten. Das kostet es. Raumschiffe haben wir noch nicht Neues. Ja, dann gehen wir mal ins Labor. Hier ist auch nichts Neues, außer der Protostank. So, Forschung. Die automatisierten, ja. Die will ich haben. So, dann gehen wir zur Brücke. Matt Horner möchte sprechen. Was hältst du von dieser verschlüsselten Nachricht, Matt? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist, wird Mengsk sicherlich versuchen, ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen. Aber Tosh verschweigt uns etwas. Wenn wir diese Revolution gewinnen wollen... Ich weiß. Dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen können. Er traut Tosh nicht über den Weg. Kann ich aber auch nachvollziehen. Valhalla oder Tyrador? Scheint, als hätte deine Königin der Klingen rausbekommen, wie uns dafür bezahlt, die ganzen Artefakte einzusammeln.
Der Obermotz von Möbius, Dr. Narut, meint, die zergreifen das Forschungszentrum auf Tyrador an. Er kann seine Leute nicht evakuieren, bis sie die gesamten Artefaktforschungsunterlagen in Sicherheit gebracht haben. Dann machen wir das doch mal. Ach, Commander Rayner, den Sternen sei Dank, Sie sind gekommen. Vor einigen Jahren hatten Sie einen glänzenden Ruf als Marshal. Und ich weiß, dass Sie Ihr Bestes geben werden, um uns zu helfen. Naja, Doktor, das ist schon eine ganze Weile her. Sieht aus, als hätten Sie da unten ein gewaltiges Zerg-Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind bereit zur Evakuierung, aber keines der ausgesandten Teams, die die Datenzentren der Liga vernichten sollten, hat sich zurückgemeldet. Helfen Sie mir, die Datenzentren zu zerstören, bevor die Königin der Klingen sie findet und an die Koordinaten der verbleibenden Artefakte gelangt. Das Schicksal des gesamten Sektors könnte davon abhängen. Oha. Sie musste entdeckt. Äußerste Vorsicht geboten. Kerrigan. Wir haben weniger Zeit als gedacht. Wir müssen los. Das wird wohl ein Spiel auf Zeit. Der Möbius-Faktor. Und los geht's. Ja, deswegen. Kontinuierlich. Analyse des Suchmusters der Königin der Klingen abgeschlossen. Berechne ihre ungefähre Ankunftszeit am nächsten Datenzentrum. Du kannst es einfach nicht gut sein lassen, Bruder Jim. Es war dumm von dir, hierher zu kommen. Ich hab nicht vor, lange zu bleiben, meine Liebe. Aber ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass du die Artefakte in die Hände kriegst. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über unsere Medivacs, Commander. Sie können sie für den Transport Ihrer Männer benutzen und um den Zerg bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Es kann losgehen. Los! Soldaten! Die Raiders sind hier. Wir sind gerettet. BBF bereit. Verwaltung fertiggestellt. So. Nicht hier drüben! Auf dem Dach! Bereit machen, Jungs! BBF einsatzbereit. Unterwegs. Klar retten wir sie. Rainers Raiders, holt uns hier raus! Jawohl! Worauf soll ich ballern, Sir? Einsteigen oder aussteigen? Die kommen durch die Kanalisation, durch die U-Bahn-Schächte quasi. Einer weniger. Weiter so, Jungs. Natürlich. Die Möbius-Datenkerne. Du wirst die restlichen niemals erreichen. Ach, verdammt. Zumindest weiß sie nicht, wo die anderen Zentren sind. Los, schnell weiter zum nächsten. 19 Minuten, Leute. Nee, stopp, das war's falsch schon. Na, jetzt habe ich ein bisschen Ressourcen verschwendet. Ein Brutalisk! Statman wollte, dass wir ihm so ein Ding zu Forschungszwecken mitbringen. Hab ich das hier schon? Das könnten wir ihm den Wunsch erfüllen. Na toll, ein Brutalisk. Sir, Sie unternehmen besser etwas gegen diesen Nydus-Wurm, bevor unsere Basis überrannt wird. Fest Blei! Durchgeladen und sicher! So, ich brauche sofort. Sofort ist immer so eine Sache. Juhu, Überstunden. Drei Supply Depots.
So, gleich mal die Upgrades reinhauen hier. Kann's kaum noch ab. Was gibt's denn? Und ich brauche hier auch einen Reaktor. EWF bereit. Yep. Benötige weitere Depots. EWF einsatzbereit. So, und du darfst danach gleich noch mehr Depots basteln. Aus der Bahn! Der Boss! EBF bereit! Aha! Los, los, los! Aber sicher! Erweiterung fertiggestellt. EBF einsatzbereit. So, will ich mal ein paar Medivacs haben. Hier komm ich! EBF bereit! Was gibt's denn? Unterwegs. Laut und deutlich. Hey! Hier drüben! BBF einsatzbereit. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich hoffe, dass keine Munition mehr. Und was jetzt? Einsteigen oder aussteigen? Basis wird angegriffen. So. Können wir sie aufsammeln? Und raus. Da kann ich nichts bauen und hier kann ich volle Möhre bauen, also... Update durchgeführt. Und das erste Upgrade ist auch durch, das Waffen-Upgrade. Ja, deswegen, das war komplett richtig. Hier kann ich Tanks produzieren. So, einmal raus. Kann's kaum noch erwarten. Retten wir ein paar Leben. Gehen wir mal weiter rumschauen hier, was hier noch so ist. Bestätigt. Auf geht's. Ah. Geht drauf. Was jetzt? Hey Mann! Wir könnten hier unten etwas Hilfe gebrauchen! Und wir konnten die Datenzentren nicht erreichen! Bitte um Unterstützung! Das habe ich Generalienfeld. Wir sind überall Zerklänge. Hol mich jemand hier raus! Verstanden. Nein, 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 nein. Was gibt's denn? Na, fuck it. Upgrade durchgeführt. Du hast noch nie einsehen können, wenn eine Sache verloren war. Oder, Jim? So, da mir gerade meine gesamten Medivacs kaputt gegangen sind. Was mich natürlich ein bisschen ankotzt.
dann losgehen. Ich höre! Ja, ich habe hier eine gesamte Armee, aber ich kann nicht, komme nicht weg. Erweiterung fertiggestellt. Es kann losgehen. Und was jetzt? Worauf soll ich ballern, Sir? Durchgehen! Mineralienfeld erschöpft. Selbstverständlich. Warum nicht? Kann's kaum noch erwarten. Es kann losgehen. Was gibt's denn? Kann's kaum noch erwarten. Das hier scheint eine Zack-Base zu sein. Los geht's! Sieh! Du bist ja sogar noch verzweifelter, als ich dachte. Du glaubst doch nicht wirklich, dass dein Plan auch nur den Hauch einer Chance hat. Aber sieh! Ich habe die erbärmliche Komödie deines Dr. Naru durchschaut. Ich weiß, was diese Artefakte wirklich sind. Und sie werden mir gehören. Was auch immer sie sind, Kerrigan. Eins ist sicher, du wirst sie garantiert nicht in die Finger kriegen. Diese Königin der Klingen ist wirklich ein ganz schönes Ärgernis, oder? Oh, überall Nidus-Würmer. Halt. Hm, ja klar. Nee, ist zerstört. Sir, ein weiterer Nidus-Wurm ist in der Nähe unserer Basis aufgetaucht. Mineralienfeld erschöpft. Lauter! Das ist nicht schlimm. Worauf soll ich ballern? Nehme ich. Einmal kurz gestimmt. Mineralienfeld erschöpft. Aber sicher. Durchgeladen und entsichert. Und jetzt ist alles, wird alles creepfrei. Abmarsch bereit. So. Einsteigen oder aussteigen? Okay. Im Anflug. Auf geht's. Halleluja. Fliegen los. Bin gleich da. Laut und deutlich. Das habe ich gehört. Auf dem Weg. Alles bestens. Hier ist Endstation. Mineralienfeld erschöpft. Bereit machen! Abmarsch bereit! Freu mich hoch! Kann's kaum noch erwarten! Losgeladen und entsichert! Wir warten nur auf Sie! Unterwegs. Auf geht's. Und raus mit euch. Bereit machen, Jungs. Nicht gemacht. Aber sicher. Hey, Raiders, legt uns mit. Wo ist der Notfall? Hey Rainer, wir haben gesehen, dass sich bei Robs Waffenladen drüben was bewegt hat. Da könnten noch Überlebende sein. Hier ist Endstation. Kann kaum noch erwarten.
Ja, zu spät. Fliegen wir einfach mal weiter. Basis wird angegriffen. Verstanden. Im Anflug. Hol mich jemand hier raus. Und raus mit euch. Adam, Sir. Bestätigt. Das letzte Datenzentrum ist zerstört. Wir sollten umgehend evakuieren. Was? Evakuieren? Ich tue den Planeten säubern. Geht klar. Na dann, Doktor. Vielleicht rücken Sie mal langsam damit raus, warum die Königin der Klingen so versessen auf diese Artefakte ist. Sie fürchtet ihre Macht, so wie sie die Xel'Naga fürchtet, von denen sie erschaffen. Genau, einmal abheben und weg hier. Xel'Naga haben sowohl die Protoss wie auch die Zerg erschaffen, Commander. Sie waren die Götter ihrer Zeit. Na, ja, ich habe nicht alle Überlebenden gerettet, schade. Da hätte ich sogar noch was freischalten können, schade. Naja, egal, passiert. Willkommen in Gettysburg. Hier ist Kerrigan. Wir haben die Protoss neutralisiert, aber eine Welle von Zerg bewegt sich auf diese Position zu. Wir müssen sofort evakuieren. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Sie überlassen sie ihrem Schicksal? Alle Schiffe bereit. Wir verlassen Tarsonis auf meinen Befehl. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen sie uns aus dem Orbit. Sofort! Commander? Hm? Was zum Teufel ist da oben los?
Ich muss in letzter Zeit ziemlich oft hinter dir herräumen. Lass mich in Ruhe, Matt. Derselbe Traum? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Was mit Kerrigan passiert ist, war nicht deine Schuld. Was genau? Dass sie verraten wurde? Oder dass sie Milliarden Menschen ermordet hat? Dieselbe alte Leier. Du willst gar nicht zuhören. Siehst du eigentlich nicht, was aus dir geworden ist? Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg mit. Dann sag Bescheid, wenn du deinen gefunden hast. Wir warten auf dich. Ja, meine Damen und Herren, und das war wieder eine gelungene Aufnahme von mir. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Also, man hört sich und bye bye.